Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Sir Jason Dark. Gier nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und steht im Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere Jason. Letzte Hoffnung. Komm rum. Er ist. Nimm Platz in unserer Mitte. John Sinclair. Ah! Warte mal, Moment, ich weiß gar nicht, bist du schon, ist Jason schon online? Womit habe ich das verdient? Riesiges, herzliches Dankeschön. Ich könnte jedem von euch die Hand geben und freue mich, dass ihr zu dem alten Sack noch gekommen seid. Aber ich war wieder in Form, wenn ich das sehe, wer alles zu mir gekommen ist. Und Leute, die aus München, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Bremen und aus meinem Spielplatz im Ruhrgebiet hier eingetroffen sind, das war schon klasse. Herzlichen vielen Dank. Ich glaube, Jason, wir können das einfach nur noch zurückgeben. Wir haben zu danken, dass du da bist und dass du uns diesen Superhelden gegeben hast. Du hast so vielen Menschen geholfen. Ich gehöre auch zu den Leuten, denen John Sinclair einfach über ganz, ganz viele Dinge geholfen hat. Und 50 Jahre, meine Herren, das ist unfucking fassbar. Ey, also als die Nacht des Hexers erschien, da war ich noch nicht mal in Planung. Also wenn du so auf die letzten 5 Jahrzehnte zurückguckst, was waren deine Highlights? Was fällt dir da ein? Ja, es ging ja damals los. Ich war ja der Redakteur im Bastei-Verlag. Und da kam der Chef, der Gustav Löwe, eines Tages in mein Büro und sagte: Wir brauchen eine Gruselserie. Der Pavel Verlag und der Zauberkreis Verlag mit Dan Schocker, die haben schon was. Ja, ich sage, ist gut. 3 Minuten später fiel mir der Name Gespensterkrimi ein. Und der Verleger machte dann zur Spannung noch die Gänsehaut. Quatsch. Moment, ist das nicht von dir, der Spruch? Zur Spannung noch die Gänsehaut? Nein, das ist von dem Verleger. Okay, alles klar. Ja, und dann ging es rund. Wer schreibt den ersten Roman? Da wollte keiner. Und ich war ja nun alter Jerry Cotton-Leser. Ich hatte da bis dahin auch ein paar hundert Jerry Cotton gelesen. Der war immer toll, war gut geschrieben, spielte in New York. Ich denke auch, wenn du etwas machst, dann lass den in Gruselland England beziehungsweise in London spielen. Also schrieb ich die Nacht des Hexers. Der Roman war fertig und der Verlagsleiter las ihn und sagt: So einen Dreck drucken wir nicht. Ja. Und das war die Geschichte von John Sinclair. Schönen guten Abend noch und das war's. Aber es gab keinen zweiten. Die mussten den drucken, haben es gemacht und dann kam er in den Handel und ging ab wie Schmitzens Katze. Zack. Und ich schrieb dann weiter und war zu faul, mir einen neuen Helden einzufallen zu lassen. Bin bei John Sinclair geblieben. Ja, wie gesagt, und meine Romane wurden doppelt so viel verkauft wie die der anderen Autoren in der Gespensterkrimi-Reihe. Und dann ging es 1978 los mit John Sinclair. Naja, und das war dann der steile Anstieg. Hättest du dir denken können, so damals, als du die ersten paar Sätze getippt hast, dass wir hier sitzen würden, 2023, und über 50 Jahre John Sinclair philosophieren würden? Nee, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich denke, ach, du machst ein paar Gruselromane und dann gehst du wieder zurück zum Krimi. Ich bin ja immer. Und in meinen Romanen war ja nun wenig Fantasy. Das war immer mehr Krimi und Grusel, so dass die Leute sich besser damit identifizieren konnten. Das weiß ich aus zigtausenden von Leserbriefen. Wann war denn der Moment, wo du merktest, dass John Sinclair mehr ist als eine Heftreihe und wo du merkst einfach, oh, du hast jetzt was, was dich quasi für eine viel längere Zeit noch beschäftigen wird? Weil wenn du sagst, der Roman hat sich damals verkauft wie Schmitz Katze, es gab ja noch kein Internet, es gab ja noch keine in dem Sinne, aber es gab ja bestimmte Zahlen.
Aber es muss ja, es gab ja dann die neuralgischen Punkte, dann hast du die eigene Serie bekommen. Das war, denke ich, schon mal auch natürlich ein Riesenschritt, eine eigene Serie zu haben. Aber gab es irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest, nee, das ist es jetzt, das werde ich jetzt den Rest meines Lebens machen? Das kam, also es gab damals kein Internet und so weiter, aber wir hatten Menschen. Der Verlag hatte Vertreter und die waren auch in Deutschland verteilt. Und die fuhren zu den Händlern hin und sagten, habt ihr die und die Romane? Wenn nicht, nachbestellen, das mache ich alles. Und deshalb waren die Heftromane so toll. Und Sinclair, die kam mit den Nachbestellungen kaum nach. Und irgendwann habe ich gedacht, oh verdammt, jetzt muss ich was einfallen lassen. Ne? Und da habe ich dann die Templer erfunden und dann habe ich Iron erfunden und Engel und so weiter. Und natürlich der Teufel war immer dabei. Aber ich habe immer geschrieben, dass man das nachvollziehen kann. Und das wusste ich aus den vielen Briefen. Sinclair gehörte zu der Familie, wie die hört zu, sage ich mal, ne? Damals. Und das hat mich froh gemacht. Ich habe heute auch wieder gehört, vielen Dank. Ach so, die haben mir sehr gut über schlechte Zeiten geholfen. Mann, gut, dass es Sinclair gegeben hat. Das freut einen Autor, wenn der das zu hören bekommt. Aber... Aber erinnerst du dich daran, wie die Nacht des Hexers überhaupt entstanden ist? Ich meine, ich finde das ja nach wie vor echt unfassbar, wie du Figuren erfunden hast oder auch Welten. Also von Eiborn über die Templer bis zur Mordliga, das sind ja richtige kleine Universen. Und die Nacht des Hexers war sozusagen der Startschuss mit so einer leichten Anlehnung vielleicht auch an Frankenstein. Woher kam die Inspiration? Kannst du dich erinnern? Ja, die ganze Sache ist die, als ich den Nacht des Hexers schrieb, da habe ich ja nicht gedacht, dass das so weitergeht. Ich habe dann nach vielen Romanen mir angewöhnt, immer wieder zu fragen, verdammt nochmal, du musst doch die Romane so schreiben, dass ein Leser, der in die Serie hineinkommt, sofort drin ist. Das heißt, ich habe einen, wenn der Sinclair in einem Roman einen Schuss durch die Schulter bekommen hat, lag der im anderen im Krankenhaus. Das kann man machen, das ist wunderbar, wenn einer die Serie schreibt. Und die Leser haben das wirklich gutiert. Ich habe das ja immer in diesen Fan-Treffen gesehen. Das war ja Wahnsinn. Oder als ich Ghostbusters schrieb, ach Gott, da war die Hölle los, als ich da im Kino saß und auch Autogramme gab. Und der Sinclair hat mir dann so viel Spaß gemacht und ich ließ mir dann wirklich immer wieder was Neues einfallen, was man nachvollziehen konnte. Man kann die Templer nachvollziehen. Man kann sogar den Knochensessel nachvollziehen, den die hat. Und es ist nicht so verrückt. Es sind Namen, die man behalten kann. Und nicht Tullibucci. Und dann geärgert habe ich mich, da ist tatsächlich ein Roman erschienen vor einigen Wochen, Monsterfrösche aus dem Weltall. Ja, sag mal, bin ich denn bescheuert? Naja. Ja. Helmut. Dieser Monsterfrosch hat mal eben hier den Kostümwettbewerb gewonnen. Also insofern. Ist das noch John Sinclair? Nee. Naja, ich glaube, das Besondere bei Sinclair ist, und ich glaube, was auch so ein bisschen den Erfolg über diese ganzen Jahre auch ausmacht, denn wir haben ja Fantasy und Gruselserien auch kommen und gehen sehen. Nicht wahr? Also mit allem Respekt vor deinen Kollegen, vor F. Morland und wir hatten Tony Ballard, wir hatten Larry Brand und so weiter, aber Sinclair ist ja irgendwo immer da geblieben. Sinclair war ja immer irgendwie eine feste Größe. Und wenn ich jetzt so an so Serien denke, wie die drei Fragezeichen oder auch Perry Roden oder Sinclair, da steht Sinclair auch wie ein Monument, auch nach 50 Jahren auch immer noch da. Ja, und vor allem auch mit diesen verschiedenen Facetten. Also klar, natürlich ist ein Monsterfrosch aus dem Weltall anders als, ich sag mal, die Nacht des Hexers. Lügt mit an der Zeit, an den Menschen, wie auch immer. Aber es ist beides Sinclair und es ist beides Grey. Es ist einfach beides das, was
50 Jahre dieses großartigen Werks ausmacht, was du da geschaffen hast. Wenn du jetzt hier sitzt und so dieses, dein, es ist ja, man muss es ja sagen, es ist schon dein Lebenswerk, ja. Sinclair. Sicher, auf jeden Fall. Ne? Und da, wenn man, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so zurückblickt und denkt so, okay, es gab diese Momente, es gab, ich denke mal, viele haben ja auch irgendwann mal aufgehört, Sinclair zu lesen und sind dann wieder auch reingekommen, ja. Irgendwann mal. Und sehr, sehr viele, und ich weiß das auch von dir, Amy, sind durch die Hörspiele auch wieder reingekommen. Ja. Das war ja doch wirklich auch ein Riesenmoment, denke ich mal, als Sinclair auf einmal dann so klang wie eine Hollywood-Produktion. Und das ist ja jetzt auch schon über 23 Jahre her. Ja, wir reden von 50 Jahren, ja. Sinclair und von 23 Jahren Hörspiel. Ich muss meinem ein großes Kompliment machen. Also, dass die Hörspiele so toll geliefert haben. Und auch heute, die sind ja einfach klasse. Nicht? Jetzt, wir hatten das Hörspiel Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste. War der Anfang, glaube ich. Ne? War das der Anfang? Weiß das jemand? Nee, das war einfach ein ganz normales Hörspiel. Vor 2-3 Wochen habe ich den Bericht bekommen, ja, Spiegel-Bestsellerliste, Online-Bestsellerliste Nummer 1. Ja. Bom. Wer vor 3 Fragezeichen und vor den großen Autoren wie Charlotte Link und so weiter und so fort. Ja, das ist klasse. Und das ist aber auch nur, weil die Leute, die Hörspiele machen, schreiben und sprechen, so super sind. Ja, das muss man auch einfach sagen. Aber gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ich will darauf noch mal hinaus, es läuft, man muss eigentlich gar nichts mehr machen, ist das was, weil du sagst, es ist was Besonderes, dass John Sinclair Nummer 1 ist bei den Hörspielcharts, es ist nicht selbstverständlich, es steckt Arbeit dahinter. Das auf jeden Fall. Es ist aber so, mir ist gelungen, wenn ich einen Roman schreibe, dass ich zwischen dem Leser und mir oder dem Roman nichts dazwischen habe. Mhm. Der Leser liest und stellt sich vor. Ich habe Leserbriefe bekommen, da schrieben die Menschen, ich dachte, ich wäre auch in der Londoner U-Bahn, so weiter. So muss man schreiben und so sind auch die Hörspiele. Man denkt, man ist dabei und es ist nicht so vorne durch die Brust ins Auge, quer und so weiter. Nein, direkte Mann, rangehen, fertig. Es gibt Autoren, die schreiben den ersten Satz, der geht über eine ganze Seite. Ich war im WDR. James Joyce zum Beispiel. Ja, der sucht immer noch verlorene Zeit. Ich war in einer großen WDR-Talksendung. Da fragte man mich, ja, wie kriegen Sie einen Leser ans Lesen? Da habe ich gesagt, der erste Satz muss sitzen. Nicht? So. Ja. Jetzt sind von mir ein paar Romane erschienen. Ich habe ja auch Western geschrieben und Krimis und normale Krimis. Und ich hatte mal reingeguckt. Ich hatte einen Agentenroman geschrieben, da hieß der erste Satz, sie trug nichts außer ihren Ohrringen. Ne? Ja. Ja, der erste Satz muss sitzen. Also wenn es eine Jason Dark Schreibschule irgendwann mal geben wird für angehende Autoren, dann ist dieser Satz, glaube ich, ganz oben und steht ja. so als genau. Die Jason Dark University. Ja. Sie trug nichts außer ihren Ohrringen. Gibt es das auch für Frauen? Also ich meine, er trug nichts außer seinen Ohrringen. Genau. Aber ich meine, ist es nicht auch ist dir klar, dass du im Grunde genommen durch John Sinclair, durch deinen ständigen Mitbewohner, nervigen manchmal wahrscheinlich auch, irgendwie auch unsterblich bist? Weil egal, was passiert, egal, ob du schreibst oder nicht, egal, ob wir irgendwann nicht mehr auf diesem Planeten sind, aber durch John lebst du weiter. Also du bist im Grunde genommen unsterblich geworden durch John. Ist das nicht tatsächlich auch ein bisschen Magie, oder? Das sagt meine Frau auch immer. Du hast ja. Bring doch mal den Müll raus, du bist doch unsterblich. Ja, auch wenn in der Kiste liegt. Irgendwas bleibt immer. Ja, also das ist doch geil. Ich meine, also
du bist im Grunde genommen jetzt selbst ein Superheld, ne? Also bist unsterblich geworden. Aber wir haben dich ja wirklich auch, um das nochmal zu sagen, weil viele Leute dir gedankt haben und gesagt haben, die Serie hat mich begleitet und so weiter. Wir haben ja wirklich vor 3 Jahren angefangen, auch ich mit dem Sinclair Night Talk, du mit dem Podcast. Und wir hatten ganz, ganz große Probleme, am Anfang zu sagen, okay, wie machen wir das jetzt in der Pandemie? Machen wir das mit Zoom? Dann haben wir das mit der Plexiglasscheibe gemacht. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo viel gesagt worden ist, Kultur ist nicht systemrelevant, hat Sinclair, wo viele dann auch, und du auch, Amy, angefangen haben, dann wirklich auch Sinclair zu hören, einfach einem wirklich auch nochmal Lebensmut gemacht und Lebensfreude geschaffen. Ich glaube, das ist das Erste, was man sagt. Man freut sich jede Woche auf einen neuen Sinclair, man freut sich auf jedes neue Hörspiel. Und ich glaube, wir sind auch beide selber. Ich meine, ich habe während der Corona-Zeit mit dem Podcast angefangen und ich bin so dankbar. Also während dieser Zeit, wo Corona war, wo man nicht raus konnte, wo irgendwie man nicht Leute treffen konnte, war das eine Art Eskapismus, der, ich glaube, uns allen und nicht nur mir ganz, ganz viel gegeben hat und so viel Lebensmut nochmal gegeben hat, auch den Podcast zu machen. Und dafür, Jason, muss ich sagen, kann ich mich auch nur ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich denke, da bin ich eine von vielen, oder? Wie seht ihr das? Ja. Gab es denn in all der Zeit, gab es denn eine Überraschung für dich, dass jemand auf dich zugekommen ist und hat gesagt, ich bin John Sinclair-Fan, von dem du das überhaupt gar nicht erwartet hast? Ja, das kann passieren. Man hat ja immer gesagt, Comics und Heftromane lesen nur Idioten, die zur Hilfsschule gehen und so weiter und so fort. Das stimmt aber nicht. Das hat mein Vater auch gesagt, wenn ich John Sinclair gelesen habe, und hat dann Jerry Cotton gelesen. Ja. Den du wahrscheinlich auch geschrieben hast. Ja, habe ich auch. Genau. In meinem neuen Heft, wo die Krimis drin sind, ist auch ein Jerry Cotton, der Bürger von Coney Island. Aber Jemand auf dich zu, von dem du nicht gerechnet hast? Ja, sicher, Reporter. Jeder Reporter sagt, Mann, aus meinem Studium, boah, da habe ich aber auch Sinclair gelesen, die kennen mich alle. Das finde ich schön, das sind ja nicht nur Doofe, wie man immer sagt, die das lesen. Das wurde früher gesagt, ich kenne auch die 50er Jahre noch, das Theater, was es da gab, um Hefte, um Comics und so weiter. Und zum Beispiel, ich habe ja, viele sagen ja, warum, du hast die Mordliga erfunden, warum hast du die überhaupt weggradiert und so weiter. Ja, das musste ich, vom Jugendschutz. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Der Hexer von Paris, Sinclair und Connolly stehen oben auf dem Eiffelturm. Es regnet und da fragt der Connolly, hör mal, wenn du hier runter guckst, was siehst du da? Ja, sagt der nasse Pariser. Das musste ich rausstreichen. Ja. Ja. Jeder Roman ging zum Jugendschutz. Leser fragt mich, du Idiot, warum hast du den Shimada weg? Ich sag, das ging nicht mehr. Der Jugendschütze hat gesagt, Moment mal, das sind Ninja. Und Ninja-Filme waren damals ab 18. Schuriken, diese Wurfsterne waren verboten in Deutschland. Also so schnell wie möglich weg. Und es gibt ja immer diese Phasen. Du warst ja auch mit Dan Schocker befreundet. Und ich habe mir das immer vorgestellt, ihr trefft euch dann zusammen, sprecht euch so ein bisschen ab, weil die Dan Schocker-Romane waren ja doch ein bisschen abgedrehter als Sinclair. Tony Ballard habe ich weiß nicht, wie es euch geht, immer so ein bisschen als den kleinen Bruder auch empfunden von John, weil es ja noch eine ähnliche Konstellation war. Aber habt ihr euch da auch so ein bisschen ausgetauscht? Weil dieses Problem war ja, was du halt sagst, Groschenhefte, auf Englisch Penny Dreadfuls, hatten immer diese Anmutung, das ist Schundhefte und so weiter. Und heute würde man sagen, es ist Popkultur. Und ihr habt das ja trotzdem durchgezogen. Stimmt. Ich habe immer gedacht, wer meine Romane kauft, der liest die. Mein Vater war bei Bertelsmann in diesem Lesering und kriegte immer die Bücher geschickt. Der hat nicht eins gelesen. Der hat immer gesagt, ja, wenn ich pensioniert bin, ist er hinterher gestorben und hat kein Buch gelesen. Aber ich will euch eine schöne Geschichte erzählen wieder. Ich könnte ja hier anfangen.
Dan Shokar war mit mir befreundet. Ich war mit Alf Morland sehr befreundet. Der ist leider vor kurzem gestorben. Und wir waren bei Dan Shokar zu Hause. Und der Dan Shokar sitzt, oder saß im Rollstuhl. Und der hat im Keller geschrieben. Und er wollte uns das Büro zeigen. Und da sagten wir, komm, wir tragen dich da runter in den Keller. Da sagte er, nee, der hat so eine hohe Stimmung gehabt. Nein, das geht nicht. Ihr wollt mich nur noch umbringen. Ne? Ich möchte trotzdem noch mal zu deiner Beziehung kommen, zu dir und John. Ich sag mal, der Jason Dark und der Helmut Rellergert, das ist ein und dieselbe Person. Das ist dein Pseudonym. Das ist ja nicht, du bist ja nicht der Superheld, der jetzt einen anderen Namen annimmt. Aber wie ist denn das mit John und dir? Ist das, wie empfindest du das? Ist das dein Sohn? Ist das deine Kreation? Ist das deine Kreatur? Lässt man so jemanden mal gehen oder kommt der irgendwie wieder? Dein alter Ego, dass du in den Träumen reinschlüpfst? Ist das ein Freund? Ja. Wer ist John Sinclair für dich? Also John Sinclair ist eine Figur, die habe ich erfunden, weil ich ein riesen Bond-Fan bin. Und Roger Moore war derjenige, der mir das gesagt hat. Ich sah den und denke, verdammt nochmal, so könnte John Sinclair sein. Ja, habe ich auch. Ich habe mir den immer so ähnlich vorgestellt, nur wurde der älter, aber das darf der Sinclair gar nicht werden. Denn Serienheld darf im Prinzip nicht älter werden. Und ich habe ihm aber meine Eigenschaften dann mitgegeben. Der aß gerne, wenn er nach Deutschland kam, sofort eine Currywurst. Der fluchte über das Wetter, der mochte die Hitze nicht. Mache ich auch nicht und deshalb habe ich wenig Afrika-Romane geschrieben, weil ich die ganze Hitze da nicht mag. Ach so, deswegen. Ich frage mich, wieso kommt denn Sinclair nicht nach Afrika? Ja. Also ist es schon auch ist es auch schon ein Teil von dir, John? Ein Stück von mir zum Beispiel. Sinclair ist nicht gerade rechts, sondern mehr dem linken Flügel zugehörend. Und Na, er kämpft gegen das Böse, wie anders soll das... Und John war immer toll Frauen gegenüber, die Frauenrolle, da warst du auch schon progressiv damals mit Jane und mit Highlander und auch mit, Entschuldigung, und auch mit diesen ganzen Figuren, mit Asmodina und Lupina oder auch Lupina und so weiter. Es gab ein Gesetz im Bastei-Verlag und damals in den 60er Jahren in Bastei, dann hieß Jerry Cotton. Und bei Jerry Cotton war es so, dass der Held, also der Jerry, eine Frau nie sterben lassen durfte. Der musste die immer auf Seite 64 gerettet haben. Das war die Vorgabe. Das war die Vorgabe für Cotton-Autoren. Ich sage, nee, das mache ich nicht. Der Sinclair ist so menschlich, der kann auch mal verlieren, der kann die Person nicht retten. Der sitzt da und heult darum. Und das war das, was die Leserinnen so an Sinclair gefallen hat. Ich glaube, so 55% sind weibliche Leser. Und das weiß ich aus den Leserbriefen. Und Sinclair ist auch nicht so brutal wie andere Romane aus dem Hardcore. Und das gefiel ihnen auch. Sinclair ist menschlich, war nachvollziehbar. Ja. So habe ich dann einigermaßen Erfolg gehabt bei allen. Und ich glaube, das war, ja. Und wolltest du denn schon mal Sinclair sein? Also im Traum, so dass du dann in die Figur reingeschlüpft bist? Und dass ich bin jetzt hier der Dämonenjäger, der Geisterjäger hier. Nein. Ich habe nie von Sinclair geträumt. Keine Albträume gehabt. Was Amy fragen will, Jason, hast du zu Hause einen Dark Room? Und ziehst du gerne einen roten Rollkragenpullover an mit einer braunen Lederjacke und einer blonden Perücke? Ja, ich habe einen Dark Room. Das ist mein Keller, das ist das ganze Archiv. Und wenn ich das Licht ausmache, ist da dunkel. Das ist perfekt. Jason Dark. Mein Gott.
Wir haben dieses Jahr noch viel vor. Wie gesagt, wir arbeiten seit 3 Jahren auf diesen Tag hin und auf dieses Jahr 2023, 50 Jahre John Sinclair. Wie gesagt, die Live-Hörspiele wird es noch geben am 23. und am 24. Oktober in Berlin und in Hamburg. Für Berlin gibt es noch Karten, für Hamburg nur noch ganz, ganz wenige. Und es wird eine Dokumentation geben im Herbst, dass wann und wo sie ausgestrahlt werden wird. Da bitten wir euch wirklich, auch online zu bleiben, uns zu folgen und uns zu abonnieren. Wir werden euch auf jeden Fall darüber informieren. Es gibt einen neuen Jonathan Mies-Roman im September und es gibt eine... Jonathan Mies-Roman im September. Und es gibt, und das darf ich jetzt schon anteasern, ich weiß nicht, ob du das weißt, Jason, es wird eine Hörbuchreihe geben. Promis lesen Sinclair. Ja, stimmt. Du weißt das schon, ja? Weil oft gefragt wird, was ist mit den Romanen, die nicht vertont worden sind? Weil ich glaube, es muss jedem klar sein, dass nicht jeder Sinclair-Roman als Hörspiel erscheinen kann. Das ist logistisch nicht möglich. Dann sitzen wir noch in 1000 Jahren und wahrscheinlich wird es Sinclair auch noch in 1000 Jahren geben. Vielleicht wird dann jeder Roman, aber es wird einige Prominente geben. Und ich darf, glaube ich, noch gar keine Namen nennen. Nee, ich glaube nicht, sonst kriegen wir Ärger von der Brandmanagerin. Aber es, wie man so schön sagt, stay tuned. Wir sind da was am Planen dran. Das wird alles dieses Jahr noch passieren. Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, dann könnt ihr solche Specials nicht verpassen. Ich kann es euch auch immer wieder nur sagen, ne? Folgt uns auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, auf Facebook, johnsinclair.de oder den Newsletter. Faxabruf, BTX, genau. StudiVZ, alles ist dabei. Alles ist am Start. Schreibt euren Namen und Adresse auf eine Postkarte und schmeißt sie irgendwo hin. Wir nehmen auch Blindenschrift. Da wart ihr, da, ich meine, Jason, da muss ich auch sagen, yay! Da wart ihr auch ganz weit vorne mit den Leserbriefen schon damals. Das war immer eine ganz tolle Sache. Und die hast du auch selber immer gelesen, die Leserbriefe. Ja, sicher. Und auch beantwortet. Ja, großartig. Absolut fantastisch. Lieber Jason, 50 Jahre John Sinclair, das ist ein so dermaßen beeindruckendes Gesamtwerk, das wirklich seinesgleichen sucht. Und wir hoffen, dass uns deine ungebrochene Schaffenskraft und deine große Leidenschaft für John Sinclair noch lange erhalten bleibt. Mindestens noch weitere 50 Jahre. Mindestens noch 50 Jahre. Ja. Aber darf ich zum Schluss noch 2, 3 Sätze sagen? Natürlich, genau. Jason, das... Ich weiß nicht, wenn man es hören wollt. Ich bin ja so ein alter Filmfan. Ich bin schon, wie gesagt, nicht ein alter Filmfan, sondern ein alter Sack. Und deshalb kenne ich die Filme aus den 50er Jahren. Die erste Vorstellung, Erwachsenenvorstellung, die ich ging, hieß Das Geheimnis der 5 Gräber. War aber ein Western, kein Gruselfilm. Und dann, 12 Jahre später, stehe ich in Dortmund wieder vor dem Kino und sehe plötzlich eine wunderbare gemalte Filmszene. Das haben die früher gemacht und nach außen hin vor die Kinos gesetzt. Der Film hieß James Bond 007 Jagd Dr. No. Da ging ich rein. Und seitdem bin ich Bond-Fan und ich freue mich besonders, dass der Sinclair-Sprecher auch der Bond-Mann von Michael Craig ist. Frank Lobrecht. Diesmal Wunder. Und dann gibt es da noch eine Frau, die hat die Gitter hinter sich gelassen, die hat die Zuchthausmauern gesprengt. Also herzlich willkommen, Kathi Karrenbauer. Auch da. Sind auch da, ja. Das ist wirklich Premium. Das ist, Sinclair ist ein Hollywood-Film geworden. Und natürlich nicht zu vergessen, die Frau mit den roten Haaren, ich sage nur, The Voice, Alexandra Lange. So, das musste ich noch loswerden. Das ist großartig, ja. Lieber Jason, danke für alles. Wir wünschen euch und dir jetzt auch viel Spaß. Und wir verabschieden dich mit einem Riesenapplaus. Wir werden jetzt diese Bühne etwas umbauen für das Live-Hörspiel. Jason Dark, der Mann, wegen dem wir alle hier sind, der Schöpfer, der Meister der Geister.